Willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist Montag und ich setze mich jetzt direkt ans Schneiden, weil heute soll mein letzter Wochenvlog online kommen. Ich habe jetzt schon angefangen zu schneiden. Ich habe 12 Minuten 6, also so lang ist der Vlog jetzt. Und jetzt mache ich erstmal eine Pause, weil ich möchte Sport machen, weil ich duschen möchte. Weil wenn ich jetzt dusche und dann abends Sport mache, dann muss ich ja schon wieder duschen. Und deswegen mache ich das jetzt, weil Carla kommt heute zu mir und es wird einfach mal wieder Zeit, frisch zu werden. Also Carla war vorhin da und ich habe ganz vergessen zu vloggen. Und ich gehe gleich mit meiner Oma spazieren, das heißt, ich kann das Video leider erst morgen online stellen. Aber dafür kommt es dann halt eher, wenn ich es heute Abend fertig mache. Weil das sollte ich mir, glaube ich, auch angewöhnen, lieber den Tag vorher zu schneiden. Weil letzte Woche kam auch der Wochenvlog erst irgendwann um 10:30 oder so und ich glaube, es ist ein bisschen spät, dann kriegen das nicht mehr so ganz viele mit. Wir waren gerade auch noch einkaufen und dann habe ich natürlich noch eben bei Wet n Wild reingeschaut und es gab einfach die Highlighter, die ich seit Monaten schon haben will. Ich habe die immer bei Desi Perkins und überall auf Instagram eigentlich gesehen, bei Katie Desi. Die sind so schön. Das sind die Wet n Wild Mega Glow Highlighter Highlighting Powder. Und das ist einmal die Farbe Precious Petals oder Petals. Ich weiß nicht, seht ihr, ist halt so goldig, hammerschöne Farbe. Und dann ist noch ein dunklerer Highlighter, der nennt sich Crown of My Canopy. Der ist so geil. Ich glaube, in der Kamera sieht er gerade einfach nur gold aus, aber der ist eigentlich eher so ein bisschen rosa stichig. Es ist gerade mal kurz nach 12, aber ich bin so müde. Ich gehe jetzt direkt pennen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich setze mich jetzt an meinen Laptop und schneide eben mein Video zu Ende, damit ich mich rauslegen kann in die Sonne, weil ich habe Lust, mich zu sonnen. Also jetzt ist es eh noch ein bisschen zu früh, aber ne? Ihr wisst Bescheid. Mein Video ist jetzt fertig. Das speichert jetzt gerade. Alle sagen immer rendern, aber ich finde irgendwie rendern komisch, deswegen es speichert. Und ich wollte mich eigentlich raus in die Sonne legen, weil es ist richtig heiß. Wirklich, ich sitze hier so die ganze Zeit und denke mir so, weil einfach keine Luft da ist. Und ich wollte mich rauslegen, weil ich dachte so, okay, ich bin wieder irgendwie voll hell geworden. Ein bisschen bräun wäre nicht schlecht. Und dann hat mein Fahrlehrer angerufen. Und jetzt habe ich gleich eine Fahrstunde. Muss auch sein, ne? Ich hatte ja vorher eine Fahrstunde. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich mich gemeldet habe, oder? Und die war eigentlich so ganz nett, würde ich sagen. War jetzt ja meine dritte Fahrstunde. Also ich kann noch nicht ich kann noch nicht besonders gut Auto fahren, aber ist okay. Morgen habe ich wieder eine. Und nach der Fahrstunde habe ich mich dann ein bisschen in der Sonne gelegt. Es war ja generell heute eigentlich mein Plan, deswegen habe ich es dann auch noch gemacht. So, ich glaube, 1,5 Stunden oder so. Obwohl, eher eine Stunde. Dann habe ich mein neues Video online gestellt, meinen Wochenvlog. Und ich habe schon ganz viele Kommentare bekommen. Ich habe noch nichts beantwortet, aber ich habe schon alles gelesen eigentlich. Und jetzt gucke ich selber Videos, aber ich denke, ich gehe gleich schlafen. Ich bin schon wieder so müde. Guten Morgen, ich habe mir einen Wecker gestellt, damit ich heute Tickets für Shawn Mendes bestellen kann. Weil heute startet der Vorverkauf. Und ich bin sowas von ready, habe mir Frühstück gemacht. Noch eine halbe Stunde bis zum Start. Mache jetzt meinen Laptop an, log mich bei Eventim ein und so weiter. Und warte nur noch darauf, dass diese Karten im Online-Shop erscheinen. Ich habe Karten für Shawn Mendes. Und da sind noch so viele Karten, aber wir haben eigentlich relativ gute bekommen. Und ich habe endlich meine zweite Hand lackiert. Jetzt ist auch endlich wieder beides in dieser schönen Farbe. Und ey, ich habe die so unsauber lackiert. Das ist noch schlimmer als die andere Hand, aber. Und jetzt gehe ich ein bisschen raus in die Sonne, weil ich will mich ein bisschen rauslegen, bis ich später meine Fahrstunde habe. Hier bin ich wieder nach meiner Fahrstunde. Und ich bin heute so schlecht gefahren. Ich habe die ganze Zeit irgendeinen Müll gemacht. 5 Millionen Mal mindestens abgewürgt. Und mein Kopf tat schon richtig weh, irgendwie. Von diesem angestrengt, also es ist ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? Also ich habe mich einerseits angestrengt, habe mich versucht zu konzentrieren, aber ne, ihr wisst, am Anfang, man kann ja nicht einfach so plötzlich gut Auto fahren
Und deswegen war einfach zu viel in meinem Kopf und dann habe ich voll die Kopfschmerzen bekommen. Ja, aber ist okay. Nächste Woche irgendwann kommt dann wieder eine Fahrstunde. Hoffentlich kann ich es dann vielleicht ein bisschen besser. Heute schon den ganzen Tag ist mir irgendwie übel. Ich habe so irgendwie keinen Plan gehabt, was ich essen soll. Dann habe ich irgendwas gegessen, was wir gerade noch hatten. Ey, beruhig dich mal. Wir hatten so gebackene Bananen. Ja, ist klar, dass einem davon es nicht gut geht, ne? Aber ich hatte einfach null Lust, was zu kochen. Morgen muss ich das auf jeden Fall ändern. Morgen werden Sachen gekocht. Oder auf jeden Fall was Frisches gemacht, weil, ne, ich weiß nicht mal, was ich heute gegessen habe. Irgendwelche Müsli oder sonst was. Und ich habe heute schon wieder nicht geschafft, Sport zu machen. Ich wollte Sport machen und dann hat meine Mama gesagt, dass sie schlafen geht. Und ihr Zimmer ist unter meinem und ich mache ja immer Hit-Workouts. Da macht man viel so. Also es wird halt ein bisschen laut und deswegen. Läuft bei mir, oder? Ja, und jetzt gucke ich noch YouTube-Videos. Es ist gerade 23:30, aber ich bin schon ein bisschen müde. Also ich werde irgendwann demnächst schlafen gehen. Also, gute Nacht. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich habe letzte Nacht so gut geschlafen. Ich hatte zwar ein bisschen Probleme mit dem Einschlafen, weil es verdammt heiß war. Aber habe ich einfach meine Decke rausgemacht und habe nur mit dem Laken, oder wie sagt man das, keine Ahnung, geschlafen. Und es war sehr angenehm. Es war auf jeden Fall viel kühler. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und war so richtig, wisst ihr, was ich meine? So richtig ausgeschlafen und es tat einfach gut. Und jetzt muss ich erstmal mein Zimmer aufräumen. Ich wollte eigentlich was frühstücken gehen, aber dann hat Oma gefragt, ob sie Wareniki kochen soll. Kennen wahrscheinlich einige von euch, das sind so Teigtaschen mit Kartoffel gefüllt. Ungefähr das Beste, was es auf der Welt gibt, Teig mit Kartoffeln. Und die macht sie mir jetzt zum Frühstück, weil es ist schon 12 Uhr. Und es ist verdammt heiß, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, Wareniki gegessen habe, dann lege ich mich raus und werde noch den letzten Tag Sonnenschein genießen. Was haben wir denn da? Zu meinem Wareniki esse ich diesen Alpro Go On Quark. Und das soll so ein bisschen Smetana, also Schmand, ersetzen, weil zu Wareniki, Pelmeni und so weiter habe ich früher immer Schmand gegessen. Und da gibt es halt jetzt diesen hier und der schmeckt echt ganz gut, hätte ich nicht gedacht. Weil der halt so ein bisschen süßlich ist, aber man schmeckt das irgendwie gar nicht, wenn man das mit denen isst. Und Oma hat scheinbar ihre Milch hier vergessen. Ich bin wieder zurück, nachdem ich ungefähr den ganzen Tag in der Sonne lag. Jetzt ist es 6 Uhr. Und ich habe sogar einen Bikini-Streifen. Okay, man sieht es jetzt nicht, aber ich bin wieder ein bisschen braun geworden. Und jetzt gehe ich erstmal in die Küche, mir was zu essen machen. Ich habe so Hunger, ne? Unnormal Hunger. Ich liebe ja frische Wäsche, wenn alles schön aus der Waschmaschine fertig ist. Es nervt immer so, das alles in den Schrank zu ordnen. Und ihr habt auch gesehen, mein Bett ist abgezogen. Also das muss ich auch noch heute machen. Ich mache mich gerade ready. Ich habe mein Video fertig gemacht. Das kommt entweder heute oder morgen online. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, ich stelle es heute online. Da muss ich noch meinen Koffer packen, weil heute geht es nach Düsseldorf. Und ich werde erst nächste Woche irgendwann wieder zu Hause sein. Deswegen muss ich noch meinen Koffer packen. Ich bereite mich schon mal auf Sonntag vor. Soweit bin ich gekommen. Die ganzen Sachen liegen auf meinem Bett verteilt. Ich habe noch nicht mal den Koffer geholt. Das muss ich jetzt machen und dann kommt alles in den Koffer und dann muss ich auch schon los. Ich hasse es, auf den Dachboden zu gehen. Koffer in der Hand, Kamera in der Hand und Treppe runtergehen, ohne sich festzuhalten. Ist auch eine schlaue Idee. Ich bin soeben im Hotel angekommen. Hier ist mein Reiseoutfit. Ich trage ungefähr immer das Gleiche. Und jetzt suche ich mal mein Zimmer. Sieht hier richtig schön aus, finde ich. Guckt euch mal die Farben an. Oh mein Gott. Oh Gott. So, erst einmal. Hier geht's los im Badezimmer. Also ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Ich bin in Düsseldorf, weil ich beim Evelyn-Event eingeladen bin. Also vielen Dank nochmal an Evelyn. Und hier liegen schon mal ganz viele Sachen. Wofür habe ich überhaupt so viel mitgenommen? Guckt euch das mal an. Hier sind Tücher,
Duschgel, Shampoo, hier eine Zahnbürste und Zahnpasta. Ich habe extra noch meine Zahnpasta abgefüllt und alles. Und hier geht's weiter. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh. Wie süß ist das bitte? Ich sterbe. Guckt euch das an. Luftballons. Hier steht Laura, shine with your beauty. Also guckt euch einfach mal dieses Hotelzimmer an. Wie cool sieht das bitte aus? So voll stylisch und modern. Und das Bett sieht richtig bequem aus. Also ich hoffe, ich kann da gut drin schlafen. Dann zeige ich euch mal. Wo geht hier die Gardine auf? Das ist die Aussicht. Nicht besonders spektakulär, einfach auf Häuser. Und ich gucke jetzt erstmal, was in dem Päckchen drin ist. Ey, das hatte ich nicht erwartet. Das ist so süß einfach. Ich und meine Ballons. Okay, hier sind schon mal Nagellacke von Trended Up drin. Voll die schöne Farbe. Sieht so ähnlich aus wie die, obwohl sie sieht fast genauso aus wie die, die ich auf dem Nagel habe. Dann hier ist sowas wie Handcreme, Labello, Feuchtigkeitsmaske. Ich glaube, ich lasse die einfach im Bett und dann habe ich die so neben mir, damit ich mich nicht ganz so alleine fühle. Obwohl, hier ist auch noch so eine Dame. Ich versuche gerade, ein cooles Instagram-Bild mit meinem coolen Geschenk hier mit den Luftballons zu machen. Und guck mal, ich habe da die Kamera hingestellt, beziehungsweise mein Handy. Ich hatte das schon hier stehen und jetzt versuche ich gerade so einen anderen Blickwinkel. Das ist riskant, aber das tut man nicht alles für ein schönes Instagram-Bild. Und jetzt esse ich erstmal meine Kartoffeln, weil ich habe mir bei Nordsee Kartoffelwedges geholt. Weil ich wusste, dass ich es nicht zum Dinner schaffen werde, weil ich extrem spät in Düsseldorf angekommen bin. Ich war gerade kurz unten und zwar habe ich das Gym gesucht, weil ich war mir nicht sicher, ne, ob man da überhaupt rein kann, ob das was kostet oder sonst was. Aber ich habe alles gefunden und sorry für die Nachrichten. Ich werde mich jetzt umziehen, abschminken und so weiter. Und dann gehe ich ins Fitnessstudio, weil mir hat das im NHO irgendwie mit Sophia Spaß gemacht, als wir in Berlin waren. Ich verlinke euch mal den Wochenvlog in der Infobox. Und deswegen gucke ich mal, was ich da so heute anstelle. So, ich habe mich jetzt umgezogen und ich gehe jetzt gleich ins Fitnessstudio. Ich nehme euch nicht hier mit dieser Kamera mit, sondern nur auf Snapchat, weil ich ja sowieso alleine bin. Und dann, weiß nicht, fühle ich mich ein bisschen komisch. Ich habe gerade Sport gemacht. Guck mal, das sind meine Luftballons. Ey, ich finde die so toll, ne? Schade, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Ich weiß nicht, habe ich es schon gesagt? Ich bin übrigens im Indigo Hotel in Düsseldorf. Das ist halt so dafür bekannt, dass es eher so stylischer, moderner ist und so weiter. Und ich muss sagen, der Fitnessraum war jetzt nicht so hammergut. Also, wenn ich mal vergleiche mit NHO, die hatten dort diese ganzen Geräte, so dieses typische so Beinpresse und sowas, das gab es nicht. Sondern es gab halt nur so diese ganzen Cardio-Sachen, also Laufbahn, diese Fahrräder, keine Ahnung, wie das heißt, Spinning. Ihr wisst, was ich meine. So diese ganzen Sachen habe ich auch gemacht. Und ich fand es halt ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch so solche Maschinen gehabt. Und ich habe dann auch so ein bisschen, da waren so Gewichte und dann habe ich noch so ein bisschen Squats mit Gewichten gemacht und so für den Bauch ein bisschen was, aber ja, das wollte ich nur mal sagen. Und jetzt trinke ich hier ganz cool einen Tropical und Protein Shake Smoothie. Das ist ein Super Smoothie. Ich habe das so von Innocent heute entdeckt. Da ist drin Mango, Ananas, Limette, Kokosnussmilch und Sojaprotein. Und man schmeckt einfach das Protein gar nicht, aber da ist auch nicht so viel drin. Also das ist nur 2,2%. Da ist nicht so mega viel Protein drin, aber ne, besser als nichts. Also hier ist mehr drin als in den normalen Innocent Smoothies. Hier sind 360 Milliliter. Ich weiß nicht, wie viele in den anderen sind. Kostet 2,50 Euro. Finde ich schon nicht günstig, aber kann man mal machen, weil der schmeckt echt gut. Ich gehe jetzt gleich schlafen, weil ich muss in 6 Stunden wieder aufstehen. Cool. So 6,5 ungefähr, pipapo. Und ich bin natürlich so schlau und habe mal wieder meinen Pyjama vergessen. Ein Fakt über mich, ich vergesse immer meinen Pyjama. Ich versuche immer dran zu denken. Zum Beispiel heute, als ich gepackt habe, ich muss auf jeden Fall meinen Pyjama einpacken. Was habe ich nicht eingepackt? Mein Pyjama. Deswegen schlafe ich in dem Shirt, in dem ich heute hergekommen bin. Cool, ne? Naja, gute Nacht. Ich lege mich jetzt in dieses bequeme Bett. Es fühlt sich so gut an. So, Leute, ich bin wach. Ich habe richtig schlecht geschlafen die letzte Nacht.
Und ich habe mich jetzt fertig gemacht und jetzt geht's zum Frühstück. Also um 8.30 Uhr fing es an, jetzt ist es 8.36 Uhr. Also so spät bin ich nicht. Deswegen geht's jetzt los. Ich lasse meine Sachen erstmal hier. Und dann hole ich gleich meinen Koffer spät. Jetzt treffe ich gleich zum ersten Mal die anderen Bloggerinnen und so weiter, weil ich ja gestern nicht zum Dinner konnte. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Es hat mit den Zügen die ganze Zeit alles nicht so geklappt und da war ich einfach mega spät da. So, wir haben eben gefrühstückt und jetzt bin ich nochmal zurück im Hotelzimmer und muss jetzt meinen Koffer zumachen und so weiter, weil ich habe immer Panik, dass ich irgendwas vergesse. Deswegen muss ich nochmal das Hotelzimmer durchgucken, dass ich wirklich nichts vergessen habe. Und dann geht es auch um 10, glaube ich, schon los. Jetzt ist es 9:30. Also in der nächsten halben Stunde muss ich irgendwann nach unten gehen, auschecken. Und dann fahren wir schon zum Event. Ich muss sagen, mir fällt es extrem schwer, mit anderen Leuten zu reden, so mit neuen Leuten. Also die meisten Blogger, ich glaube, die kannten sich alle oder die sind einfach so offen, dass die miteinander reden. Aber ich kann sowas nicht, wisst ihr? Mich überfordert das, mit Menschen zu reden. Und deswegen saß ich da so, hab so mit niemandem geredet, hab einfach so die ganze Zeit überall zugehört. Ich so... schon überall irgendwelche Sachen. Und guckt euch das mal an. That's me. So, wir sind auf dem Event angekommen und wie ihr seht, hier sind überall bunte Luftballons, Blumen und ich merke schon, dass ich perfekt mit meiner Jacke hier reinpasse. Und hier ist schon das erste Geschenk. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt irgendwie hören. Eigentlich ist mein Mikrofon so gut, dass, wenn ich jetzt rede, dass man es vernünftig alles hört. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und zwar gibt es eine neue Pinselreihe von Evelyn. Und zwar gibt es jetzt Make-up Artist Pinsel. Hier haben wir zum Beispiel einen Flat Kabuki. Es gibt ja das normale Evelyn Eye. Und das ist jetzt aus dieser neuen Serie halt. Ich zeige euch den mal. Der ist hier so abgeschrägt und hier unten... Der hat halt irgendwie eine ganz andere Form als die ganzen, die es so gibt auf dem Markt. Finde ich sehr interessant. Ich liebe ja so Beauty-Blender, deswegen. Dann gibt es hier so einen Duo-Lidschattenpinsel. Der hier oben sieht richtig gut aus. Hier unten ist nochmal so ein kleiner, so fürs Lid. Und das hier halt so eher zum Verblenden. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Dann gibt es hier so einen Konturpinsel. Dann haben wir hier einen Stippling-Pinsel, wo auch mein Name draufsteht. Und worüber ich mich am meisten freue, ein Highlighter-Pinsel. Der sieht richtig gut aus und ich bin schon gespannt, wie der sein wird. Es gibt hier so verschiedene Stationen. Hier werden Pinsel, Halter, Aufbewahrung, Gläser gemacht. Ich glaube, ich komme mal hier dazu. So, hier seht ihr, gibt es verschiedene Farben, Buchstaben, Sticker, Glitzer, alles Mögliche. Dann nehme ich mir erstmal hier so ein schönes Glas. Ich glaube, ich nehme einfach mal das hier. Steht auch schon Make-up Artist drauf. Passend zu den neuen Pinseln. So, ich habe jetzt zwei so Pinselbecher gemacht. Ich zeige euch die mal kurz. Und zwar als erstes. Hier ist ein durchsichtiger Becher. Hier unten mit roségoldenem Glitzer, richtig cool. Und dann habe ich da drauf geschrieben, you should always feel pretty. Was sonst? Hier ist Pinselaufbewahrung Nummer 2. Es ist sehr riskant, das so festzuhalten. Blending is my cardio. Und dann so mit Konfetti. Finde ich richtig cool. Und hier stehen noch andere fertige. Hier steht, beauty is my business. Mit so Punkten. Da ist noch mehr Glitzer und noch mehr Glitzer. Hier ist so eine Fotostation, die man hinbekommt. Besonders schöne Fotos für einen Blog oder für Instagram oder so zu machen. Guckt euch das mal an. Hier finde ich auch cool, solche Marmorplatten kann man das schön drauflegen und Fotos machen. Hier mit Glitzer und allem. Hier guckt euch das an.
Screenshot und ihr habt das beste Instagram-Bild. Bitteschön, ich wollte euch gerne helfen. Hier haben sich schon einige Leute bedient. Die ganzen Pinsel sind schon nicht mehr da. So, hier ist jetzt schon so ein bisschen Essen angekommen, wie ich gesehen habe. Hier sind so Zucchini und Aubergine. Aber ich frage mich immer, werden wir davon satt? Guckt euch das mal an, das ist so Mini-Portion. Und guckt euch da unten jetzt weiter mit Nudeln und Tomaten. So, das habe ich in einer Sekunde eingeatmet. Jetzt gibt was zu essen. Und zwar habe ich hier Tomaten mit Nudeln. Dann hier solche Rollen, Linsen. Das ist hier so ein Bällchen, das ist auch ganz lecker. Hier ist ein Couscous-Salat, karamellisierter Apfel. Also hier steht schon ein Fotoshooting. Guck mal, wie die sich hier Mühe machen für schöne Instagram-Bilder. Oder ist das bestimmt für Instagram? Guck mal hier, wow. So sieht das aus, wenn man versucht, ein Gruppenfoto zu machen. Ich habe mir natürlich das L geschnappt. Das L wie Laura. Ich bin vollgepackt wie sonst was. Hier ist Handtasche. Darunter eine andere Tasche. Vom Rücken der Rucksack. Eine Lunchbox haben wir auch noch bekommen. Wurden reichlich versorgt. Ich habe eine hammersüße vegane Lunchbox bekommen. Und hier ist einmal so eine Nuss, Fruchtschnitzel drin. Dann ein veganes Schokokekse. Dann ein fruchtiger Smoothie von DM. Ein Apfel. Und das hier sieht richtig lecker aus. Schön Brötchen mit Avocado sehe ich schon. Ich merke gerade, dass das Wakame-Salat drauf ist. Also Algensalat. Hammer lecker. Ich sehe so hässlich aus. Die Maske passt nicht mehr ganz auf mein Gesicht. Also, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich bei Julia angekommen. In ihrem schönen Haus. Also, wir schauen gerade das Supertalent. Also, auf jeden Fall habe ich eine Avocado-Maske drauf. Und Julia hat eine Zitronenmaske. Ja, nein, das ist so schwierig. Das ist so hässlich. So, Julia und ich sind in Köln angekommen. Wir sind mal einen Salat mit einem Löffel essen. Das ist ja gerade. Wir sind bei Vapiano und die Schlange ist einfach mega lang. Ich glaube, so ein bisschen sieht man es da hinten draußen. Ist noch alles voll mit Schlange. Und wir haben so ein bisschen lange gewartet und es gab keine Gabeln. Und dann habe ich 10 Jahre auf meine Pizza gewartet, aber sie ist da. Es gibt hier gerade so eine vegane Pizza und jetzt essen wir. Gute Nacht. Also hier ist die Schlange, Eingang Südost, da müssen Julia und ich rein. Kick durch das Arm. Oh mein Gott! So, wir sind drin. Oh, hier ist eine Toilette. Let's go! Hands up, let's go!
Justin, you're not good enough, or Justin, you're not strong enough. But I would just look him in the face and I would say, I'll show you. Oh,
Ich hatte gerade schon eine Aufnahme, aber das wurde einfach nicht gefilmt. Ich weiß nicht, was das soll. Nein, das wurde gerade einfach nicht gefilmt. Julia und ich haben die ganze Zeit geredet. Und jetzt ist sie hier am Fotos machen. Shoutout an Julias Zuschauer. Dass er kein einziges Mal gelächelt hat und wir sehr traurig darüber sind. Ja, wir waren so die ganze Zeit, okay, Justin, wirst du noch lächeln oder nicht? Er guckt so die ganze Zeit ganz ernst. Wir waren so voll traurig, Julia und ich so. Wo saß ihr? Warum lächelt er nicht? Ja, wir waren so vierte Reihe im Untermann. Ja. Aber war trotzdem cool, oder? Ja. Ganz oben? Okay, man sieht kaum was. Weil hier ist eine Lampe. Dankeschön. Okay, ja, komm gut nach Hause, ja? Ja. Tschüss! So, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles erwähnt haben, weil leider ja meine Kamera das nicht gefilmt hat. Es war sowieso irgendwas komisch mit der Kamera. Da stand so ganz oft, die Dateien sind weg und ich musste so Dateien-Wiederherstellung machen. Ich so, ey, stell mal vor, jetzt ist alles weg, außer der letzte Teil. Boah, weh. Weh. Eine ganze Woche im Arsch. Ja, und jetzt gehen wir zu Subway, um unsere Friends zu finden. Ja. Okay. Ja. Also hier seht ihr, Menschen. Das sind die ganzen Menschen, die auf dem Justin Bieber Konzert waren. Aber nur die? Ja. Also ich glaube, die versuchen jetzt alle gerade irgendwie ihre Eltern zu erreichen oder versuchen den Rest zu finden. Oder die ist sehr schön. Ja, oder die sind halt so genauso wie ich, so, oh cool, kein Netz. Finde ich auch immer sehr geil. Stimmt, das haben wir auch noch erzählt, oder? Oder hast du gerade wieder? Oh, ich weiß gerade nicht, wir hatten kein Netz. Das wollte ich euch auch noch kurz erwähnen. Man kann einfach niemanden erreichen. Nee, das ist immer, cool, so nach Konzerten. Weil das ganze Netz hier überlastet ist und mein Handy geht gar nicht mehr. Okay, doch, jetzt. Oh, guck mal, hier ist einer von den Tänzern. Papa fehlgeschlagen. Hier. Der hat mit Justin Bieber gerade getanzt. Ich glaube, das ist YouTuber. Also ich meine, das ist einer. Irgendwie kommt der mir voll bekannt vor. Meine Nachricht an Papa ist fehlgeschlagen. Was soll das? Ich habe sogar nur eine SMS geschrieben, nicht mehr WhatsApp. Cool. Hallo Schatzis. Ich werde auch YouTuber. Ja. Ich mache Shisha-Tronika-Videos. Am 13. Januar, das ist der Freitag, der 13., da kommt mein Album raus. Das heißt Cousins. Link in der Beschreibung. Wir waren gerade auf dem Justin Bieber-Konzert. Wir waren in der Rebel Lounge und haben Pfeife geraucht. Aber leider war Casey nicht da. Wir sitzen hier gerade mit Dennis. Dennis, mein Cousin. Nancy, meine Cousine. Laura, Albina. Die haben schon mein Album gehört. War gut. Bombe. Die waren gerade auf ein Justin Bieber Konzert und die fanden das nicht so krass wie mein Album. Also Schatzis, legt euch das zu. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Justin Bieber Konzert fandet. Leider hatten wir die Kamera nicht in der Rebel Lounge. Da wird es auf jeden Fall für einige spannender sein, für einige nicht. Geht alle fleißig zur Schule, macht euer Abi wie ich. Ich weiß noch nicht, wie ich mein Abi gepackt habe, meine Schatzis. Mit 2,2 auf jeden Fall bin ich einer der... Ach so, übrigens. Jetzt kommt's. Votet für mich, in ein paar Jahren kriege ich den Integrationsbambi. Oh, ey, ihr lacht. Ohne Spaß, in ein paar Jahren kriege ich einen Integrationsbambi. Weil ich mich super integriert habe in die deutsche Gesellschaft. Ich schätze, es kauft euch mein Album. Justin Bieber ist übrigens dabei. Auf einer Hook ist er vertreten. Das sieht mit Hannibal. Das heißt Cousin, also Titeltrack vom Album. Er singt auf jeden Fall ganz einfach Cousin, Cousin, Cousin. Oh. Nancy, sag abschließend Worte in die Kamera. Nein. Laura, was möchtest du noch sagen?
Sag einfach, ich sag genug in den Sag was Nettes. Weißt du? Albina. Albina. Schaut doch an meine Freundin Michelle, die habe ich übrigens noch nicht gegrüßt. Ich liebe dich. Sehr. Sie kommt als letztes drin. Also das Beste kommt immer zum Schluss, deshalb sage ich das, mein Schatz. Also wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ich bin bei Albina. Shoutout an Albina für Schlafplatz und so, weil ich habe kein Zuhause. Ja, Obdachlosenhilfe, das war so Heim für mich. Und ich wollte mal eben den Wochenvlog beenden, weil heute ist schon Montag. Also hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, euch haben die ganzen... Was? Ich habe noch nicht was morgen gesagt. An deine Ohren wieder oben. Ich wollte sagen, ich hoffe, euch haben die ganzen Justin Bieber-Szenen so gut gefallen wie mir. Und das war's dann heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.